Ich darf euch begrüßen zu meinem Vortrag zur vertrauenswürdigen digitalen Langzeiterhaltung. Wie so oft bei solchen Themen, auch zu diesem Thema hat XKCD einen sehr guten Comic gemacht, den wir als kurzer Überblick über die Präsentation, wie ich das so denke, dass man das auch, wie ich das abhandeln möchte. Dann mal grundsätzlich die Grundlagen der digitalen Langzeiterhaltung. Dazu muss ich ganz kurz zurückgreifen auf die Denkweise, auf die Handlungsweise im klassischen analogen Langzeiterhalten. Da haben wir das Problem oder die tägliche Herausforderung ist, dass in der analogen direkten Langzeiterhaltung gibt es ein einziges Original, also oder kleine Serien von Originalen. Also wenn wir an Buchdruck denken, das ist schon automatisiert, wir haben Druckplatten und so, das sind schon Serien, aber typischerweise ein Archiv, eine Bibliothek, die hat eine einzige Ausgabe von einem. Und eben wenn wir über Gemälde reden, dann gibt es einfach ein einziges Original. Und alle Anstrengung wird darin investiert, dieses Original zu erhalten in möglichst gutem Zustand. Entsprechend hier auch das Bild einer Konservatorin, die Schäden an einem Bild repariert, möglichst authentisch, mit möglichst authentischen Pigmenten etc. und so, wie man das aus anderen Dokumentationen kennt. Und das kommt davon, weil es ist unmöglich, ein analoges Werk verlustfrei zu kopieren. Es gibt immer einen Übertragungsverlust, den wir nicht vermeiden können. Es akkumuliert sich immer mehr Rauschen. So ein bisschen ähnlich, wie wir das gesehen haben bei den verlustfreien Dateiformaten, wie beim ersten XKCD. Wenn wir in die
digitale Domäne wechseln, da können wir, da müssen wir zuerst mal, also die Leute, die klassisch trainiert worden sind, die müssen komplett mal ihr Denken neu aufrollen. Für uns ist das alles Standard. Das haben wir intus. Wenn wir digitale Dateien kopieren, dann sind die identisch. Also ich kann es problemlos sicherstellen, dass wenn ich eine Datei kopiere und die zwei nachher wieder vergleiche, dass die identisch sind. Also die ganze, der Begriff von Original und Kopie, der existiert eigentlich gar nicht im Digitalen. Also definitiv nicht, wenn wir über Archivierung reden. Da das Kopieren zu keinen Verlusten führt, gibt es eben die Chance des neuen Denkens, dass wir die Information, das eigentliche Ziel der Erhaltung von seinem Träger trennen können. Also eine analoge Schallplatte, ein Gemälde, das kann ich nicht trennen von der Leinwand, das Gemälde kann ich nicht trennen von der Ölfarbe, die benutzt wurde. Aber digitale Information, sei es ein Textfile, sei es ein Musikfile, das kann ich trennen von der Festplatte oder der CD. Machen wir täglich, wir kopieren Sachen von der magnetischen Festplatte auf eine SSD, auf unser Telefon, selbstverständlich. Wir denken vielleicht in anderen Worten darüber oder darüber nach oder machen uns gar keine Gedanken dazu, weil es selbstverständlich ist für uns. Und die ganze Archivwelt ist das ein massiver Wechsel, eine massive Chance auch für ihre Arbeitsweise. Das ist das erste Mal, dass wir das menschliche Wissen von seinem Träger, von Steinen, von Papier, von Papyrus trennen können. Und das bietet uns auch die Möglichkeit, ganz anderes damit umzugehen, wie wir Langzeit erhalten. Der ganze Fokus liegt nicht mehr in der Erhaltung des Originals oder des einen Trägers, der möglichst lange halten soll oder so, sondern es geht darum, mit wechselndem Umfeld darauf zu reagieren und das zu managen. Was noch dazu kommt, was für uns Open Source, Open Access, Open Alles Leute ganz, ganz wichtig ist, es gibt auch keinen Grund mehr, den Zugang zu limitieren. Wenn ich ein Buch habe, das es einmal existiert, das 300 Jahre alt ist, da kann ich nicht jeden dran lassen. Da müssen Forscher Anträge stellen, damit sie dieses eine Original ansehen können, müssen begründen, wieso sie nicht eine verlustbehaftete Kopie nehmen können, um damit zu arbeiten. Ich habe nur noch Originale, ich muss niemanden mehr ausschließen. Genau hier, das bringt mich dann zu den eigentlichen Aufgaben und den eigentlichen Zielen der ganzen Langzeiterhaltung. Das ist so die wichtigste Folie vom ganzen Vortrag, weil das summiert alle Aufgaben, die es zu bewältigen gilt in einem digitalen Langzeitarchiv. Und wie so oft diese Aufgaben erfordern sich gegenseitig. Zuunterst auf den ersten Blick eigentlich logisch, aber in der Praxis doch nicht immer so einfach, ist die Verfügbarkeit. Also ich kann nur Langzeit erhalten, über was ich Besitz habe. Also als Archiv, als Bibliothekar, grundsätzlich, wenn ich von Archiven oder so rede, das muss nicht ein Museum sein, das muss nicht eine Nationalbibliothek sein, das kann auch ein Archiv in einer Firma sein, das können eben wie vorhin gehört, eben 10 Jahre Aufbewahrungspflicht von E-Mails sein. Diese Leute beschäftigen sich mit den genau gleichen Fragen. Zuerst eben mal die Verfügbarkeit, ich kann nur erhalten, was ich in meinem Besitz habe. Also wenn irgendwas auf einem PC von einem Entwickler liegt und nicht auf dem Dateiserver, das kann ich nicht erhalten. Etwas, das ich nur zur Leihgabe bekommen habe oder das mir übertragen wurde, aber ich weiß gar nicht, wer verantwortlich ist dafür oder wenn ich fragen muss, um Änderungen dazu daran zu unternehmen, dann kann ich die auch nicht erhalten. Also es ist bei der Verfügbarkeit auch oftmals ein Thema von Verträgen, dass ich als Archiv mit dem
mit dem Produzenten, mit dem Spender einen Vertrag habe, der mir sicherstellt, dass ich die nötigen Maßnahmen auch treffen darf und kein Urheberrecht verletze dabei oder solche Sachen. Dann wer beim Vortrag zu Dateien sind Schall und Rauch von Seegras dabei war, der kennt das Thema Identity jetzt sehr, sehr genau. Also ich muss auch wissen und herausfinden können, um was es sich handelt. Also Dateinamen reichen da eben genau nicht. Das ist so ein Basisthema von Seegras da. Wir landen hier auch sehr, sehr schnell bei eindeutigen Bezeichnern, welche Art die auch immer sind, damit man zwei verschiedene Sachen auch auseinanderhalten kann. Und wir landen hier eben auch in der Metadatenpflege, eben dass ich weiß, eben das ist nicht nur ein Musikstück, sondern von wem ist das, welcher Titel, auf welcher CD war das drauf, etc. etc. Das Ziel bei der Identität, bei der Erhaltung der Identität ist es, ein Informationsobjekt sich möglichst selbstständig beschreibt, dass die Information über die Identität eines Objekts nicht verloren geht, wenn ich es aus der Institution hinausgebe, also wenn ich es an ein anderes Archiv kopiere oder wenn ich es einem Benutzer gebe, der dann keinen Zugriff auf meine Datenbank hat, wo diese Information verfügbar wäre. Genau. Nächste Schritt ist dann die Verstehbarkeit. Also ich habe dann hier schon einigermaßen erreicht, dass ich die Daten habe, dass ich weiß, was die Daten eigentlich sind, also was in den Daten drin sind. Und bei der Verstehbarkeit geht es grundsätzlich darum, dass ich auch eine Chance habe, zu verstehen, was in diesen Dateien eigentlich drin sind. Dazu muss ein Archiv Dokumentation vorhalten, um das sicherzustellen. Also hier gehören Dateistandards dazu und so weiter. Das sehen wir dann noch später im Detail, was unter der Verstehbarkeit auch gemeint ist. Fixity, eigentlich sehr einfach. Ich muss sicherstellen, dass die Dateien über die Zeit sich nicht verändern. Also das kann heißen, dass ich sicherstellen muss, dass mein Medium keine Bitfehler hat. Das heißt, ich muss auch irgendwo Kopien haben, damit ich solche kaputten Dateien wiederherstellen kann. Ich muss auch eine Möglichkeit haben, solche Fehler überhaupt zu finden. Also entweder gibt mein Dateiformat mir Möglichkeiten, das herauszufinden, oder typischerweise muss ich separat Informationen über Prüfsummen etc. zusätzlich abspeichern, damit ich später die Möglichkeit habe, sie gegenüber diesen Prüfsummen zu prüfen. Aber Fixity, der zweite Bereich, ist auch, als Archiv muss ich verhindern, dass eine Datei versehentlich oder missbräuchlich verändert wird. Also von Benutzerzugriffen, dass sie versehentlich gelöscht wird, dass irgendwas am Inhalt verändert wird, ohne dass ich das weiß, ohne dass das verzeichnet wurde. Weil das verändert mir eine eigentliche Information, die ich Langzeit erhalten möchte. Viability, hier geht es mehr um dieses Dateiformatfrage, Datenträgerfrage, hier geht es darum, dass ich fähig bin, mein eigenes Archiv zu lesen, dass ich Geräte dazu vorhalte, dass ich immer noch die Technologie habe, dass ich fähig bin, meine eigenen Geräte zu reparieren. Bevor mein Archiv dann auf Medien ist, die ich selber nicht mehr lesen kann und ich die anderen Sachen dann halt nicht mehr machen kann. Wenn ich meinen Datenträger nicht mehr lesen kann, kann ich auch nicht mehr prüfen, ob die Daten eigentlich noch gut sind. Der nächste Schritt ist dann, okay, wir haben all diese Daten, wir haben all diese Metadateninformationen, wir wissen, was es ist, wir wissen, dass die Datei korrekt ist. Ich muss sie auch irgendwie
in eine Form bringen, die für einen Menschen überhaupt irgendeine Aussagekraft hat. Also ich muss einen Texteditor haben, der die korrekt darstellen kann, ich muss einen PDF-Viewer haben, ich muss ein Videoabspielsoftware haben, ich muss halt je nachdem, um was es für sich für Daten handelt, muss ich das irgendeine Form bringen, die für Menschen nützlich ist. Und dann der oberste Punkt, den kann ich nur erfüllen mit dem ganzen anderen Rest. Ein Endbenutzer muss feststellen können, selbstständig, dass diese Datei, dass der Inhalt, dass diese Information auch wirklich das ist, was sie vorgibt zu sein. Also dass es eben kein Fake ist, sondern dass hier historische Quellen belegt sind, dass irgendwo Zusatzinformation vorhanden ist, die es mir erlaubt, als Endbenutzer zu entscheiden, ob ich dieser Information trauen kann oder nicht. So. Jetzt gehe ich kurz auf die Geschichte zu den Standards die in diesem Bereich, um eben diese Erhaltungsziele zu erreichen, wurden in der Zwischenzeit Standards entwickelt, die eben auch mittlerweile gelehrt werden in den Universitäten. Und diese Standards gehen interessanterweise auf die Raumfahrt zurück. Der Hauptstandard aus diesem Bereich ist ein Weltraumstandard. Das kommt nicht von ungefähr, weil 1967 hat das digitale Datenarchiv von der NASA hatte schon ein Lager von 140.000 Magnetbändern und jährlich kamen 35.000 Magnetbänder dazu. Und die hatten damals schon, waren schon sehr überfordert mit dieser Aufgabe. Und es war klar, das sind wissenschaftliche Daten, das sind Satelliten, die interessante Sachen messen. Und diese Messdaten, die sollen auch für Forscher zugänglich sein. Also man muss wissen, was das ist, wo das ist und die zugänglich machen. Und die haben da dann auch die ersten technischen Systeme dazu implementiert und ihr Lehrgeld gezahlt auch. Aber es wurde sehr, sehr viel Erfahrung auch gemacht aus diesem Bereich. Dann Mitte der 90er Jahre kamen dann zwei unabhängige Handlungsstränge und zwei unabhängige Diskussionsstränge zusammen in dieser Task Force on Archiving of Digital Information der USA und eben parallel auch im CCSDS. Der CCSDS ist das Normierungsgremium für Weltraumfragen. Also die standardisieren normalerweise Kommunikationsprotokolle, die Satelliten da zwischen sich selber benutzen und andere Dinge. Eben aus der Geschichte von der NASA heraus haben die sich eben auch mit digitaler Langzeitarchivierung beschäftigt. Diese beiden Gruppierungen zusammen mit ganz vielen anderen Museen und Archiven und Bibliotheken haben sich da zusammengesetzt und gemeinsam einen großen Rahmenstandard entwickelt, der dann 2000 als Vorschlag publiziert wurde, 2003 als finaler erster Standard dann veröffentlicht wurde und in 2012 kam dann die aktuelle Version heraus, die dann noch ein paar Unklarheiten beseitigt hat und ein paar und das ist so jetzt der Standard, der genutzt wird, um in Fachkreisen miteinander zu reden. Das ist eben das sogenannte OAIS-Referenzmodell, wo ich mich jetzt die nächsten Minuten damit beschäftigen werde. Das OAIS, das Model for an Open Archival Information System, ist ein Framework, es ist ein Referenzrahmen und wie der Name sagt, es ist ein Modell. Also es ist kein Standard, den ich nehme und wie bei USB oder so, den Standard nehme ich und beginne den zu implementieren. OAIS ist kein Standard, den ich einfach implementiere. OAIS ist eben wie gesagt ein Framework
das dazu dient, in der ganzen Fachgesellschaft, in der Community als Basis zu dienen, dass man von den gleichen Dingen redet, dass eine Klarheit herrscht, was die Aufgaben sind und die Aufgabenteilung und eben auch ein Modell, wie man, an welcher man seine Implementationen daran orientieren kann. Ich zitiere jetzt eine größere Menge von Definitionen aus diesem Standard, die aber sehr, sehr wichtig sind für das Verständnis von diesem ganzen Fachbereich. Zuerst natürlich, ich habe noch gar nicht erzählt, was heißt Langzeit. Und da hat dieser Standard auch eine sehr, sehr schöne, offene Definition. Ist auch sehr einfach zu verstehen. Mit Langzeit bin ich immer dann betroffen, wenn ich mit technologischem Wandel betroffen bin. Das ist mal Punkt 1. Eben ganz einfach, ein größerer Teil von euch kennt noch Disketten. Technologischer Wandel, wir haben jetzt USB-Sticks. Aber auch eine verändernde Designated Community, da kommt die Definition noch, das sind die Benutzer, also die Nutzer eines Archivs. Wenn sich die Nutzeransprüche ändern, wenn sich das Wissen der Nutzer ändert, dann muss ich als Archiv auch darauf reagieren. Das ist Langzeit. Dann die Definition vom Langzeitarchiv, das ist eine Organisation, die aus Menschen und Systemen besteht, die die Verantwortlichkeit übernimmt, sich dieser Veränderung der Benutzer und des technologischen Wandels zu stellen. Die Langzeiterhaltung, das ist dann die Aufgabe, die dieses Archiv durchführt, nämlich Informationen zu bewahren, damit sie unabhängig verstanden werden kann von den Nutzern und mit Beweisen, damit die Endbenutzer die Authentizität dieser Informationen bestimmen können über eine lange Zeit. Information wird natürlich auch noch definiert. Das eigentliche Erhaltungsziel von einem Langzeitarchiv, das ist immer die Content Information, das ist das, was wir als Endbenutzer normalerweise damit in Verbindung bringen, was erhalten werden soll. Also eben wenn es ein Bild ist, der eigentliche Bildinhalt, wenn es ein Musikstück ist, das eigentliche, was ich dann am Lautsprecher hören kann, oder eben wenn es ein Textfile ist, der eigentliche textuelle Inhalt. Die Inhaltsinformation ist hier auch so definiert, dass es das eigentliche Ziel ist der Erhaltung. Und die Content-Information ist dann schon wieder ein Informationsobjekt. Und das Informationsobjekt beinhaltet dann auch schon wieder seine Information, seine Dokumentation, wie ich es nutzen, anzeigen, interpretieren kann. Aus diesem Standard gehört das zur eigentlichen Erhaltungsinformation dazu. Und Information hat sehr, sehr generell definiert, alles Wissen, was ich irgendwie austauschen kann. Hier noch die Definition zur Designated Communities, also das, was man landläufig als Benutzer übersetzen würde. Die Designated Community muss auch definiert werden vom Archiv, also das Archiv muss seine eigentlichen Nutzer kennen, weil sie sonst seine Erhaltungsziele nicht daraus ausrichten kann. Das verpasst man auch sehr gern, wenn man das als allererstes mal macht. Und es zeigt sich auch in vielen anderen Projekten und Firmen, dass man seine Kunden, seine Nutzer gar nicht richtig kennt, weil man die gar nicht befragt zum Beispiel oder gar kein Use Case Diagramm mehr hat oder so. Passiert bei Archiven genau gleich, also muss man das auch definieren und regelmäßig auch wieder Nutzerbefragungen etc. machen. Und was hier sehr, sehr wichtig ist, der Benutzer wird nicht nur definiert mit seinen Ansprüchen, sondern auch mit seinem Wissen. Weil wir müssen ein Verständnis haben über die Knowledge Base, über das Grundlagenwissen unserer Nutzer, damit wir unsere Zusatzinformationen,
die nötig ist, um Informationen zu verstehen, damit wir sicherstellen können, dass sie die Authentizität selbstständig bestimmen können. Für das müssen wir wissen, was unsere Kunden eigentlich verstehen. Also es fängt damit an, welche Sprache nutze ich, wie kompliziert ist die Sprache, die er versteht. Da sehen wir dann später auch noch ein Beispiel dazu. Genau, nächste Definition, das Wort haben wir schon gesehen, independently understandable. Das bedeutet, dass eine Information genug vollständig dokumentiert ist, dass unsere Nutzer die selbstständig nutzen können. Und dann halt auch sehr, sehr schön geschrieben, ohne dass irgendwelche speziellen Ressourcen dazu benötigt werden, die ich nicht mitliefere. Also es kann kommerzielle Software sein, das können Bücher sein, die man nicht bekommt, das können Standards sein, die man kaufen müsste. Oder eben auch, ganz wichtig, Personen mit Namen. Kennen wir auch im Firmenumfeld auch sehr, sehr gerne, dass jemand die Firma verlässt und man dann feststellt, das wusste er, aber sonst niemand. Genau wieder dieses Thema. Alles, was eben nicht Audio, Video etc. ist, sondern zu diesem ganzen Bereich gehört, dass ein Nutzer die eigentliche Information verstehen kann. Diese Zusatzinformation wird Representation Information genannt. Die Summe, genau, das ist das. Können wir überspringen. Die Summe aller Repräsentationsinformation, die nötig ist, damit etwas, eine Information unabhängig verstehbar ist, die Summe aller dieser Informationen, das ist dann das Representation Network. Und hier gibt es auch ein sehr, sehr schönes, einen schönen Satz im Standard. Representation information digital forms need additional representation information so its digital forms can be understood over the long term. Also wenn ich Musikfiles habe im FLAC-Format und dann den Standard für das FLAC-Dateiformat hinterlege als Textdatei, als PDF-Datei, dann ist es meine Aufgabe als Archiv auch den PDF-Standard mit abzulegen und sicherzustellen, dass man diese Datei wieder lesen kann. Also irgendwo lande ich dann auch so, dass ich als digitales Archiv dann effektiv noch Papier oder andere analogen Medien habe, um überhaupt mal an meine digitalen Daten zu kommen. Das OIS-Modell ist sehr, sehr explizit, dass das zu den Aufgaben eines Archivs gehört, das sicherzustellen. Die Herkunftsinformation, da geht es hauptsächlich um die Sicherstellung der Authentizität. Das Archiv muss alles dafür tun, möglichst viel Informationen zu bekommen, wer, was, wann, wieso überhaupt produziert hat. Also mal alle Informationen mitnehmen zu können, die der eigentliche Originalproduzent der Information schon erfasst hat. Und zusätzlich muss das Archiv das ganze Leben, das Informationen in seinem Archiv hat, dokumentieren. Also wer hat wann welche Metadaten editiert, wer hat wann welche Kopien angelegt, wer hat wann welche Transformation gemacht. Das muss alles, das Ziel ist, dass das alles lückenlos da ist, um eben eine komplette Kette von da ist es ins Archiv reingekommen, da habe ich es dem Kunden geliefert und dazwischen kann der Endnutzer entscheiden, ja, da ist nichts ungewollt manipuliert worden an der eigentlichen Information. Dann auch sehr interessant dann die Definition der digitalen Migration, das ist das eigentliche tägliche Aufgabengebiet des digitalen Archivs, die Erhaltung der digitalen Dateien über die lange Zeit. Dazu müssen wir Dateien auch hin und wieder mal digital migrieren. Digitale Migration wird hier
definiert mit dem Unterschied zu normalem Kopieren. Also einfach eine Kopie erstellen ist noch nicht digital migrieren, weil ich sicherstellen muss, weil das Ziel der digitalen Migration ist, dass alle Inhaltsinformation am neuen Ziel angelangt ist. Genau, all meine Maßnahmen müssen sicherstellen, dass alles, was ich vorher an Information und Wissen hatte, dass das im neuen System immer noch da ist, dass ich dazwischen eben nichts verliere. Genau, und es definiert auch, dass das Archiv vollständig verantwortlich ist, zu wissen, dass das auch wirklich passiert, dass kein Informationsverlust besteht. Genau. Genau, die eher trockenen Definitionen, jetzt wieder etwas mehr zurück in die Praxis, wie das eigentlich so verstanden werden kann, soll. Darum ein kleines Beispiel mit einer simplen Textdatei für die meisten Leute von euch eigentlich so, ja, da ist ja wirklich nichts dran, da muss man ja eigentlich gar nicht so viel tun, um das Langzeit zu archivieren. Also was brauchen wir dafür, dass das unabhängig von Quellen von außen verstanden werden kann? Klar, wir brauchen eine ASCII-Tabelle dafür oder eben heutzutage eine Unicode-Tabelle, gibt schöne Standards dafür. Unicode-Tabelle kann man da herunterladen, kann man mit der Textdatei zusammen ablegen. Aber reicht das tatsächlich aus? Ich hoffe, ihr wisst die Antwort schon. Nein, natürlich nicht. Das Archiv hat eine viel, viel größere Aufgabe zu bewältigen. Wir brauchen natürlich die Unicode-Tabelle, wir brauchen die technischen Spezifikationen über unser Filesystem, das wir benutzen, über unsere Speichermedien und die Hardware dazwischen. Und der Standard ist hier explizit, dass wir Informationen bis zum untersten Bit-Level vorhalten müssen. Und weil es ja Text ist, den wir aufbewahren, es wäre vielleicht noch gut, wenn ihr auch noch ein Sprachlexikon mit ablegen, weil es könnte ja sein, dass in der Zukunft diese Sprache niemand mehr spricht. Genau, und dann natürlich zusätzlich, wie ausgeführt, die Metadaten, wer hat wo und wieso diese Textdatei überhaupt angelegt, was war der eigentliche Zweck dieser Textdatei und was habe ich als Archiv mit dieser Textdatei gemacht, seit ich die in meiner Obhut habe. Genau. Ganz kurz. Mit der Unicode-ASCII-Tabelle, wo sich dann die Ausdrucke nebenan hat, dass ich es dann sicher kann, nachschauen, wie jetzt das war. Du musst sicherstellen, dass ich diese Unicode-Tabelle öffnen kann, wenn natürlich mein Filesystem-Standard oder der Standard von der CD-ROM zum Beispiel erfordert, dass da schon Inhalts, also so Table of Content oder sowas drin ist, die schon in ASCII kodiert sind, dann müsste ich die wahrscheinlich schon in Papier ablegen, ja. Also so habe ich das Ganze verstanden, ja. Genau, in der Praxis hier mehr der Top-Down-Blick auf das Archiv, die eigentlichen Aufgaben, die es zu bewältigen hat, das ist mehr so die Management-Verwaltungsperspektive. Das ist von der kann ich das hier aufmachen? Die Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen. Das ist die Stelle in der Schweiz, die sich als übergeordnetes Gremium um diese Fragen kümmert. Das mit dem Check und Fixity-Check und das ist so tägliche Arbeit, die kann man natürlich auch sehr, sehr stark automatisieren. Also da geht es wirklich darum, dass die Storage-Server regelmäßig überprüfen, hat sich die Datei
ungewollt verändert, muss ich ein Backup wiederherstellen, muss ich Festplatten tauschen etc. Das ist tägliche Arbeit. Der Arbeitsbereich Watch, da geht es eben darum, um festzustellen, dass technologischer Wandel stattgefunden hat, auf den ich reagieren muss. Da geht es darum zu erkennen, dass sich meine Benutzerbasis verändert hat, dass sich die Ansprüche der Benutzer verändert haben und ich darauf reagieren muss, weil die sonst meine Informationen nicht mehr nutzen können. Dass das Resultat, wenn ich feststelle, ja, etwas hat sich verändert in meiner Umwelt, ich muss darauf reagieren, dann wird natürlich zuerst mal geplant, was sind die neuen Herausforderungen, was sind die neuen Anforderungen, was sind die neuen Möglichkeiten, was bedeutet das für die Langzeiterhaltung. Ich muss natürlich sicherstellen, dass ich alle Informationen weiterhin pflegen kann und nichts verliere. Wenn ich das dann geplant habe und entsprechend Guidelines habe und Prüfprozedures habe, erst dann wird dann auch wirklich reagiert. Dann wird dann implementiert, nach der Implementation wird dann natürlich geprüft und am Schluss dann auch dokumentiert, was man gemacht hat, weil ich muss ja eben nachweisen, was ich gemacht habe, damit der Endkunde, der Endbenutzer immer noch weiß, das ist immer noch dieselbe Information. Dann geht der Kreis wieder von vorne los. Ein Beispiel für eine mögliche Definition der Endnutzer. Das ist jetzt ein Beispiel, was als Resultat meiner Masterthesis herausgekommen ist. Die Schreibweise stammt mehr oder weniger von einem Auditverfahren, das es so vorschlägt, dass man, also hier die mittlere, das ist so der Advanced User in unserem Fall, das ist ein Musikwissenschaftler, Historiker, der halt einen Webbrowser mit HTML4 nutzen kann, zur Verfügung hat und eine höhere Schulbildung hat und Englisch auf Niveau B2 versteht. Dann sollte ich mich natürlich gefälligst dran halten, dass ich nicht kompliziertere Dokumentation schreibe als Englisch B2. Und hier dann halt auch, er versteht so gewisse Semantik-Web-Sachen, damit er meine Metadaten auch richtig interpretieren kann. Genau, was wir hier auch noch definiert haben, sind inhumane Endnutzer, also Suchmaschine, Metadatenarchive, die per Semantic Web darauf zugreifen können. Hier entsprechend auch die Standards, die wir verwenden möchten, dass die Suchmaschinen bei uns zugreifen können. Das OIS, der OIS-Standard, der macht auch ja, eben nicht Vorschläge, das wäre eben falsch, es ist ja ein Modell, es ist ein Modell zum Diskutieren und zu verstehen, was die Aufgaben sind. Und hier gibt es auch ein Modell der Funktionseinheiten, die zu einem OIS gehören können, sollen. Grundsätzlich geht es hier in diesem Modell um die Aufgabentrennung und die, das kennt man aus Softwareprojekten und anderen Projekten auch, also dass man versucht, Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, möglichst zu trennen und an einer Seite Flexibilität einzubauen, ohne auf der anderen Seite seine eigentlichen Erhaltungsziele zu gefährden. Grundsätzlich geht es hier darum, dass ich die Ansprüche meiner Produzenten und Lieferanten der Daten, das kommt ganz aufs Archiv drauf an, was das ist, das können Entwicklerdaten sein, das können Messdaten sein, das können Zeitungsartikel sein, das können PDFs sein. Die Ansprüche, die hier vorhanden sind, die Software, die Dateiformate, die hier verwendet werden, dass ich die primär mal trenne von meinem eigentlichen Kerngeschäft als Archiv, die digitale Langzeiterhaltung. Und dass ich diese Ansprüche, die ich als Archiv habe, dass ich die wieder trenne von den Ansprüchen der Endnutzer. Also gerade heutzutage, wo die große Transformation von Computer, von Desktop-PCs auf Mobilplattformen stattfindet, lohnt es sich natürlich, wenn ich hier, also muss ich hier als Archiv auch darauf reagieren, ich muss andere Schnittstellen anbieten, ich brauche andere Webseiten, die mobiltauglich sind,
das will ich machen können, ohne dass ich an meinen eigentlichen Archivbestand, dass ich an dem irgendetwas ändern muss. Eben auf Kundenseite vor ein paar Jahren hat man noch viel MP3 benutzt, mittlerweile ist es AAC, also das Dateiformat für Musik. Das sind alles Dateiformate, die für mich als Musikarchiv völlig untauglich sind. Die verwende ich gar nicht, die will ich nicht, die kann ich nicht verwenden. Darum ist es sinnvoll, hier eine Schicht einzubauen, um das zu trennen. Wenn hier als Archiv setze ich zum Beispiel immer noch klassisch auf WAV-Files oder FLAC-Files. Und auf der Produzentenseite das gleiche Thema, da kommt proprietäre Software zum Einsatz, da muss ich mit dem Produzenten irgendwelche Vereinbarungen treffen, wie er mir meine Metadateninformationen liefern kann.